Peter ist hier. Peter ist 49. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Domian. Genau, ich muss sagen, einen Atmer habe ich schon gehört. Hallo Peter. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich Alkoholiker bin. Wie lange schon? 8 Jahre. Beschreib mal deinen Alkoholismus, deinen Alkoholkonsum. Jo, mein Alkoholismus, hörst du ja vielleicht, ich bin noch nicht mal ganz nüchtern, beträgt sich auf 2 Kästen Bier, A40 Flaschen Bier. Pro Tag? Pro Tag. Und die hast du quasi jetzt alle schon in Intus? Jo, die habe ich gerade Intus. Ich habe meiner Frau zuliebe versucht, mit alkoholfrei anzufangen. Aber klappt irgendwo nicht. Ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn ich dann mit jemandem spreche, der noch relativ klar klingt. Du klingst ja noch relativ, wenn ich... Also, danke für das Respekt, wenn du das so sagst. Nein, das ist kein Kompliment. Ich wundere mich nur immer. Aber das ist natürlich das Training und die Tatsache, dass du daran gewöhnt bist in all den Jahren. Ja, genau. Das heißt, wie viele Flaschen Bier sind das dann am Tag? Also ich habe heute 2 Kästen Bier getrunken, das sind 40 Flaschen. 40 Flaschen Bier? Also richtig. Das muss man nochmal sich klar machen. Dann bist du ja ständig am Trinken und ständig auf dem Klo. Ich bin ständig, sage ich mal, auf dem Klo, habe ständig Durchfall, bin am Brechen und ja, normal. Und da ich kein Biertrinker bin, habe ich das gerade gar nicht im ersten Moment gar nicht so kapiert. Zwei Kästen sind 40 Flaschen. 40 Flaschen, genau, ist unfassbar, genau, viel. Und mein Problem ist, ich bin Kraftfahrer und wie bitte? Fahre dann teilweise auch. Wie bitte? Aber ich habe bis jetzt immer wieder Glück bei der Polizei, dass ich nicht aufgefahren bin. Du fährst noch Auto mit, wenn du so viel getrunken hast? Also jetzt nicht bei 40 Flaschen, wenn ich weiß, dass ich fahren muss, trinke ich natürlich weniger. Ist klar. Ja, wie viel trinkst dann du denn? Dann tue ich vorher meinen Rausch ausschlafen und gehe dann nachts halt arbeiten. Also Moment, du trinkst den ganzen Tag über 40 Flaschen Bier? Nein, nicht jeden Tag. Heute sind 2 Kästen gewesen. Okay, und musst du morgen arbeiten? Nein, ich muss morgen nicht arbeiten. Hm. Fährst du nachts immer? Ich fahre nur nachts. Mhm. Aber wie, zum Beispiel, was wäre denn so ein Tag, wie viele Flaschen trinkst du so und schläfst dann und gehst dann arbeiten? Mal so ein Also, Beispiel. Ich sag mal, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann haue ich mir zwischen 8 und 10 Flaschen rein. Dann haue ich mich so um 15 Uhr hin und stehe um 20 Uhr wieder auf. Ja, da hast du noch volle Kanne die Promille im Blut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann fährst du? Und dann fahre ich noch, genau. Oh, ist das krass. Peter, ist das schlimm? Ist das schlimm? Ich weiß, dass das schlimm ist. Das ist nicht nur schlimm, das ist die größte Sauerei überhaupt. Du gefährdest ja, dich. Ja, das Problem ist, dass ich hier in meiner Stadt keine Hilfe bekomme, dass ich Hilfe haben wollte und mir dann gesagt wurde, ich werde nur behandelt, wenn ich als Notfall reinkomme. Und das kann es aber nicht sein. Ja, eigentlich kannst du auch ein Notfall sein. Ja, klar, ich bin Notfall, indem ich mich vollsaufe und dann ins Krankenhaus gehe. Aber es steht in deiner Macht, zumindest wenn du auch nicht sofort in eine Therapie kommst, denn deinen Job sein zu lassen, den Führerschein wegzugeben. Selbstverständlich, aber wie gesagt, ich bin oft schon in der Kontrolle gewesen und habe bis jetzt immer Glück gehabt. Ja, was ist denn das für ein Argument? Ja, das ist überhaupt kein Argument, das ist auch keine Entschuldigung. Peter, ich bin wirklich entsetzt darüber. Das ist das ist keine Lappalie. Du gefährdest dein Leben und du gefährdest das Leben anderer Menschen. Stell dir mal vor, du verursachst einen schweren Unfall, was jedes Mal passieren kann, wenn du gesoffen hast. Das kann jedes Mal passieren. Selbstverständlich. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich das nicht kann, dann sag ich meinen Job vorher ab. Ja, aber das ist immer sowas mit der Selbsteinschätzung. Wie viele Leute, die gesoffen haben, sagen, ja, ich kann und hinterher ist es dann doch passiert. Stell dir mal vor, du hast ein paar Menschen auf dem Gewissen. Ja, nur das Problem bei mir ist, wenn ich jetzt, sag ich mal, 10 Flaschen trinke, ich merke das gar nicht mehr von der Wirkung her. Das ist mir völlig klar. Aber dennoch Ich bin absolut immun dagegen. Aber dennoch ist natürlich dein Leistungshorizont eingeschränkt und beeinträchtigt. Als LKW-Fahrer, ja. Du fährst LKW. Was für eine Verantwortung du trägst. Darüber bin ich mir auch jedes Mal im Klaren. Wie lange machst du das denn mit dem LKW-Fahren? Auch die ganzen Jahre schon? Das mache ich ungefähr, da müsste ich jetzt zurückgreifen. Wir haben vor 6 Jahren miteinander gesprochen schon. Wir beide? Wir beide.
Kannst du dich mit den Polizeibeamten erinnern, mit der Holzpistole? Nee, gerade nicht. Aber ist auch egal. Wie lange fährst du jetzt schon, also du sollst so lange du auch fährst, so kann man sagen. Ja, ich sag mal, dass ich jetzt Bier trinke, also ist nur Bier. Kein Schnaps, ist egal. Nichts anderes, ist nur Bier. Ist egal. Ja, das sind ungefähr jetzt gut, sag ich mal, 6 Jahre. Boah, ist das heftig. Das weiß deine Frau auch? Meine Frau weiß das auch, die hat mir auch ein Ultimatum gesetzt. Weißt und du, ich versuche gerade auf alkoholfrei umzusetzen. Kannst du wahrscheinlich vergessen, ohne ordentliche klinische Betreuung. Wenn ich deine Frau wäre, würde ich dir den Lappen vor der Nase zerreißen, weißt du das? Du, das hatte ich auch gemacht, ich habe einen neuen beantragt. Das hat sie gemacht. Wenn ich deine Frau wäre, würde ich zur Polizei gehen und dich anzeigen. Um dich zu schützen und um andere Menschen zu schützen. Ja, aber Domian, ich bitte dich, das ist eine Krankheit. Ja, klar. Die Krankheit ist anerkannt. Ja, natürlich. So, und wenn ich irgendwo ins Krankenhaus gehe und sage, hör mal, Kollegen oder Leute, ich möchte Hilfe haben und mir wird gesagt, ja, Sie kriegen nur Hilfe, Peter, wenn Sie als Notfall keine kommen, das geht Ausreden. Nicht. Ich garantiere dir, wenn wir dich gleich zurückrufen, organisieren wir und sagen dir, wie du wo Hilfe kriegst. Das ist ja vielleicht einmal irgendwie passiert. Das ist keine Ausrede für das, was du tust mit dem Autofahren. Genau, und das ist genau das, was ich von euch auch erwarte. Ich kenne eure Sendung, ja. Okay, das ist, deswegen rufst du auch an. Deswegen habe ich angerufen. Du willst jetzt knallharte und handfeste Hilfe haben, dass du morgen was unternehmen kannst. Ich will einen Entzug machen und bekomme auch von meiner Krankenkasse, ich bekomme gar nichts genehmigt. Ja. Wie gesagt, ich war im Krankenhaus und hat man mir gesagt, nee, Sie werden nur behandelt, wenn Sie Notfall kommen. Okay, ich will von dir wissen, ob du absolut bereit bist, dich in klinische Behandlung zu begeben. Wenn ich die Option kriege, gehe ich sofort. Okay. Wann wirst Ich erwarte, dass die Daten bei euch vertraulich behandelt werden. Absolut vertraulich, müssen wir gar nicht drüber reden. Natürlich. Wann steht die nächste Fahrt an? Jetzt erstmal, vorläufig erstmal in 2 Wochen, weil ich Urlaub habe. Oh, das ist sehr gut. Das ist gut. Da haben wir einen Puffer. Genau. So, Peter, jetzt werden wir dich zurückrufen. Okay. Jetzt kriegst du von uns die Informationen in die Hand, wie du das so schnell wie möglich, das heißt in den nächsten Tagen einfädeln kannst. Ich erwarte nur, dass das vertraulich behandelt wird. Jetzt habe ich die Bitte aber an dich. Und da hört jetzt wirklich aller Spaß auf, dass du kein Auto mehr anrührst, solange du nicht behandelt worden bist. Okay. Sagst du mir das zu? Ja, klar. Ich höre dir zu. Nee, ich meine, sagst du mir das auch zu? Ja, natürlich. Privat fahr ich ja sowieso nicht. Ist egal. Privat oder dienstlich. Du bist eine fahrende Zeitbombe. Das weiß ich selber. Gut. Warum rufe ich denn bei euch an? Ja, okay, alles klar. Finde ich auch gut. Jetzt machen wir das genauso, wie ich es dir gerade gesagt habe. Du legst auf, du wirst von Sabine zurückgerufen und alle Infos im Hintergrund und alles vertraulich. Okay? Okay. So machen wir es. Ein Mann, ein Wort. Peter, wir melden uns gleich. Ich danke dir. Sehr gerne. Viel Glück und alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Mann. 6 Jahre im Suff gefahren. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, ne? Wenn man das so hört, dass es sowas gibt. Und es kann einem Angst und Bange werden, wenn man auf der Autobahn fährt und sich vorstellt, was da vielleicht in dem einen oder anderen Auto, LKW oder auch PKW, was da los ist und was da für ein Mensch sitzt. Und dann wundert es einen nicht, was man da manchmal sieht, was auf der Autobahn passiert. Mein Gott, wer kommt jetzt? Jetzt kommt Peter. Peter ist 49. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Ich grüße dich. Wir haben letzte Woche zusammen telefoniert wegen meinem Alkoholismus. Bist du der Lastwagenfahrer? Genau. Du bist ja der Mann, der 50 Bier am Tag trinkt manchmal. Ja, ab und zu nicht immer, aber ab und zu. Und korrekt. Der zudem auch noch LKW-Fahrer ist? Genau. Ich habe dich sehr in die Mangel genommen letzte Woche. Du hast mich sehr in die Mangel genommen und ich habe deinen Rat auch befolgt. Habe versucht, angetrunken in die Klinik zu gehen. Ja. Und das hat nicht geklappt. Also das Problem war, müssen wir sagen, dass du hast im Moment noch Urlaub, ne? Nee, ich bin entlassen im Moment. Du bist entlassen aus deinem Job?
Warum? Ja, kann ich dir sagen, weil mein Chef hat wohl, mein Chef hat die Sendung wohl gehört. Ja. Und hat mich dann zu ihm bestellt und hat mir wahrwörtlich gesagt, Domian hat gesagt, du hast ein Alkoholproblem. Nee, das hat Domian nicht gesagt, das hast du selbst gesagt. Peter, ich will dir mal sagen, das tut mir jetzt leid, dass du keinen Job hast, aber ich bin auch froh, dass du keinen Job mehr hast. Weil du hast uns ja hier allen erzählt und wir waren alle fassungslos, dass du mit deiner sehr, sehr schweren Alkoholerkrankung seit Jahren LKW fährst. Du hast zwar gesagt, du hast es einigermaßen im Griff und trinkst dann vor den Diensten nicht so viel. Genau. Aber du trinkst extrem viel und du fährst ein paar Stunden später Auto und vor allen Dingen LKW. Ja, ich habe dir aber damals auch gesagt, dass ich immer, wenn ich in der Polizeikontrolle gewesen bin, nie Probleme gehabt habe. Ja, aber Peter, da haben wir auch drüber gestritten. Ja, natürlich. Ne? Was heißt das? Was heißt das? Ich habe dir gesagt, du bist ein Pulverfass auf der deutschen Autobahn. Ja, nur die Sabine hatte mich, ich glaube Sabine hieß sie, die hatte mich dann um 16:30 angerufen. Ja, wir haben dich nochmal angerufen, ich weiß, das war noch eine lange Geschichte in der Nacht mit dir. Genau, und die hatte mir gesagt, du hättest dann ihr wohl gesagt, ich sollte mir dann richtig mal einen antrinken und dann ins Krankenhaus gehen, das habe ich gemacht am Samstag. Ja. Und man hat mich abgewiesen. So, ich erkläre dir den Hintergrund. Du hast uns gesagt, dass du keinen Therapieplatz bekommst. Richtig. Und dass man nur notaufgenommen wird. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, dann geh bitte, wenn du alkoholisiert bist, zu der Klinik. So war der Ansatz. In der Hoffnung, dass du dann aufgenommen wirst. Und man hat dich nicht aufgenommen? Man hat mich nicht aufgenommen. Das ist ja unglaublich. Mit welcher Begründung? Ja, mit der Begründung, dass kein Platz da ist. Und ich habe immer, obwohl ich alkoholisiert war, habe ich gesagt, ich möchte Hilfe haben. Mhm. Ich sag, meine Ehe ist gefährdet. Ich sag, ich bin gekündigt worden. Ich möchte Hilfe haben. Und man hat mir die Hilfe abgelehnt und mir gesagt, fahren Sie bitte nach Hause, schlafen Sie Ihren Rausch aus und suchen sich einen Therapeuten. Und somit standst du, der du dringend Hilfe brauchst und ein extremer Alkoholiker bist, wieder alleine da. Ich stand in der Luft, ja. Ich habe sogar überlegt, mich umzubringen. Und jetzt höre ich, hast du wieder ordentlich getrunken, ne? Nee, ich trinke eigentlich seit 2 Tagen nur noch alkoholfrei. Seit 2 Tagen? Ach so. Ja. Mhm. Weil meine Frau hat mir die Pistole auf den Brust gesetzt, also ich trinke keinen Alkohol mehr. Mhm. Ich habe nur noch alkoholfrei. Ich habe jetzt ein bisschen Antidepressiva genommen. Und naja gut, was soll ich sagen? Ich habe jetzt die Jahreszahl vergessen. Wie viele Jahre machst du das schon so? Mit dem Trinken und dem Fahren? Nein, also Bier trinken tue ich circa seit knapp 10 Jahren, sag ich mal. Aber nicht so extrem. Ja, und wie lange fährst du schon Auto? Knapp 2 Jahre. Ja. Also darüber bin ich wirklich auch empört, das muss ich sagen. Was für ein scheiß Gesundheitssystem wir haben. Da ist jemand, der wirklich Hilfe will. Du hast ja um Hilfe geschrien. Ja. Und dein Suchtverhalten ist wirklich extrem, wenn du dir da 50 Flaschen Bier bisweilen reinziehst in extremen Zeiten. Das ist aber nicht jedes Mal. Ja, ja, ist ja egal. Aber sowas, gleich. Genau, das ist nicht jedes Mal. Aber so hast du es uns erzählt, dass das eben auch immer wieder mal vorkommt. Ja. Und an anderen Tagen ist es dann halt ein bisschen weniger. Und dann kommt so ein Mensch in eine Klinik und sagt, helfen Sie mir bitte, Hilfe. Und die sagen, gehen Sie nach Hause, schaffen Sie einen Rausch aus, stellen Sie einen Antrag, dass Sie vielleicht in 5-6 Monaten in die Klinik kommen. Was ist das denn für eine Scheiße, Mensch? Ja, weißt du, was mein Problem ist? Mein Problem ist, mein Chef, der hat mich bestellt zum Gespräch, hat mir gesagt, passen Sie mal auf, Herr, ... Mhm. Sie haben immer korrekte Arbeit geleistet, ich habe nichts zu bemängeln. Ich stelle Sie jederzeit ein, super, wenn Sie nachweisen, dass Sie eine Therapie machen. Das finde ich sehr, sehr toll von einem Chef. Falls der Chef heute Abend zuhört oder zuhört, Respekt. Der wird mit Sicherheit zuhören, weil der selber Probleme hat. Finde ich sehr gut. Respekt, dass man dann einem Menschen auch wieder eine Chance gibt. So. Ja, finde ich ja auch. Nur, ich habe jetzt wahrgenommen, was die Sabine mir gesagt hat. Ja. Weil Sabine sagte mir, du hättest dich mit ihr beraten. Ja, ja, wir haben das so gemacht, wie ich es gerade geschildert habe. Und offensichtlich hat es jetzt nicht geklappt. So, jetzt müssen wir neu. Und sie sagt, mach das. Und ich habe es gemacht und ich bin abgelehnt worden. So, jetzt bin ich empört darüber und im Moment ratlos.
Jetzt lassen wir dich genauso jetzt werden wir dich aber auf keinen Fall alleine lassen. Nochmal, auch an dieser Stelle zu diesem Punkt, nochmal die Bitte an meine fachkundigen Zuschauer und Zuhörer. Was können wir jetzt tun? Bitte schreibt uns so schnell wie möglich. Was kann man in diesem Fall tun? Welche Klinik wäre bereit, ihn aufzunehmen? Welche Möglichkeiten, welche Ausnahmeregeln gibt es? Was können wir tun? Ich hoffe, dass wir schnell was reinkriegen, Peter. Das heißt, wir melden uns auch entweder heute Abend, heute Nacht noch bei dir. Also heute Nacht bitte nicht mehr, weil ich morgen früh raus muss. Okay, dann halte dich morgen ab 0 Uhr bereit. Okay, das kann ich gerne tun. Genau. Ich hoffe, dass bis dahin einiges da ist und wir machen uns von unserer Seite auch nochmal kundig, dass irgendwas Ordentliches jetzt in die Wege geleitet wird. Ich habe es bereut, dass ich bei dir angerufen habe, dass ich mich so geoutet habe, aber auf der anderen Art bin ich auch froh. Ich bin auch froh. Wir haben so viel darüber nachgedacht, was wir mit dir machen können, weil wir so Sorgen haben, dass irgendwas passiert. Gut, dass es jetzt so gekommen ist und wer weiß, vielleicht findet sich ein Weg und die ganze Sache nimmt einen guten Lauf. Ich würde mich freuen. Ja, lieber Peter, bitte auflegen und morgen melden wir uns bei dir. Alles klar, Domian. Alles Gute. Danke dir und recht herzliche Grüße an dein Team. Dankeschön. Ja? Tschüss. Okay. Ciao. Yo, tschüss. 1 Uhr 29 und 30 Sekunden haben wir. Hier ist Ingo. Ingo ist 40. Guten Morgen, Ingo. Ja, guten Morgen. Ingo fährt auch LKW, oder? Richtig, genau. Und Ingo ist nicht an die Seite gefahren? Nein, ist nicht gegangen. Ich habe versucht, jetzt irgendwo Stellplatz zu kriegen, aber ich bin da auf der Hauptverbindung Nord-Süd, auf der 61 her, da steht alles zu. Okay, also aber keine Chance. Aber du hast Freisprechanlage. Ja, ich habe gehetzt. Sehr gut. Über was reden wir, Ingo? Ja, wir reden über den Peter. Deswegen habe ich eigentlich angerufen, weil ich habe den auch über den Peter reden will. Ja. Ich habe da nämlich angerufen aus dem Grund, weil ich den vorige Woche gehört habe. Ja. Und ich bin mal also wirklich hier an dem Lenkrad hier, ich hätte gerne das Lenkrad rausreißen, wie ich gehört habe, ja, dass er im betrunkenen Zustand auch fährt. Ja. Das ist gerade in unserer Zunft. Das ist sowieso schon verrufen. Mhm. Ja, also was man so hört und was man sieht. Und ich habe in den 20 Jahren, wo ich schon fahre, so viel erlebt. Mhm. Und was ich da schon gesehen habe, das geht auf keine Kuh aus. Ne? Ich habe während des Gesprächs vorige Woche auch so gedacht, uns hören sehr viele LKW-Fahrer immer zu nachts. Was mögen die Jungs, die sich ordentlich verhalten, jetzt gerade in diesem Moment denken, wo Peter das mit dem alkoholisierten Fahren erzählt? Richtig, genau. Also ja ich habe mit Kollegen gesprochen, die waren alle da dieselben Meinung wie ich auch. Also Alkohol und LKW, das gehört nicht zusammen. Nein, das funktioniert nicht. Nein. Das funktioniert absolut nicht. Gar kein Thema, gar keine Diskussion. Und ich denke, der Peter tut mir schon leid, weil er nicht geholfen kriegt. Ich weiß, dass er ein Problem hat mit seinem Alkohol. Mhm. Aber dann muss er auch so viel Vernunft haben, für zu sagen, ich spiele jeden Tag mit dem Leben anderer Menschen. Mit seinem eigenen und mit dem Leben anderer Menschen. Richtig. Mhm. Weil das Erste, was ein Kollege zu mir gesagt hat, jetzt stell dir mal vor, du fährst betrunken und deine eigene Familie ist in einem Unfall mitverwickelt und du fährst deine eigene Frau oder Kinder ja irgendwie dann in den Tod. Ja, ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja, das ist unsere Behörde. Unsere Behörde ist da sehr ein bisschen lasch drin. Nun finde ich ja, du hast es ja gerade wahrscheinlich mitgehört, finde ich sehr nett von seinem Chef, dass er gesagt hat, wenn du wirklich trocken bist, kannst du wieder fahren. Ja klar, das ist ja kein Thema. Genau. Das ist ja kein Thema, aber ich denke, so Leute, wo alte Alkoholprobleme haben, die sehen das eigentlich auch nicht so, glaube ich. Die denken da vielleicht ganz anders an. Wie lange fährst du schon, Ingo? Ich 20 Jahre. 20 Jahre, das heißt, du kennst auch viele, viele Kollegen von Rastplätzen und überall her. Richtig. Jetzt so ganz ehrlich mal, ist Alkoholismus ein Problem ab und zu bei LKW-Fahrern? Ja. 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 Du machst uns Angst. Definitiv. Du machst uns allen Angst. Definitiv. Also es ist, sag ich mal, viel unsere osteuropäische Mitarbeiter, die sind extrem dabei. Mhm. Man sieht das an den Rastplätzen. Wenn im Sommer zum Beispiel, wenn im Sommer an der Rasthöfe, da sitzen die dann draus. Wenn man da dann steht irgendwo, da kriegt man das ja mit, die Sitze vom LKW stundenlang und da wird da Siesta gemacht und da getrunken und gemacht und getun. So, und dann irgendwann in der Nacht her hört es dann mal auf. Mhm. Und wenn man dann um 5 Uhr oder um 6 Uhr dann sich fertig macht für weiterzufahren und dann auf einmal sind die Kollegen auch verschwunden, dann denkt man, ja, das, was die gestern da reingezogen haben, das kann nicht weg sein. Das geht gar nicht. Furchtbar. Ja. Ich bin ja so immer
sehr verängstigt, bisweilen, wenn ich sehr viele Autos aus Osteuropa sehe, die, das sehe ich schon als Laie, den Wagen, den LKW-Wagen an, dass die nicht, ja, dass die nicht in Ordnung sind, sind die Reifen nicht richtig und dann fahren die so merkwürdig und, da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Ich finde ja, dass wir viel, viel mehr Polizei brauchen auf den Autobahnen, die das kontrollieren. Siehst du das auch so? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Gerade in dem Bereich hier, was so jetzt, sag ich mal, jetzt Pole, Tscheche oder Rumäne, so in der Kante, das ist wirklich extrem. Mhm. Also ich habe da schon Sachen gesehen, ja, wo die LKWs angehalten haben. Da habe ich mal eine Geschichte erlebt, eine ganz kurze. Da haben sie auf dem Rasthof einen Tschechen angehalten. Die Polizei ist hinterhergefahren, er ist dann in den Rasthof rein. Dann ist er immer langsamer geworden. Ich dachte, ja, was ist nur? Da ist dann ein Kollege auf der Beifahrerseite rausgehüpft, der hatte keinen unter der LKW geschmissen, damit er stehen bleibt. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich dachte, ja, das gibt's doch gar nicht. Mit sowas fahren die dann hier rum. Die haben einen Keil unter den LKW geschmissen, damit er stehen bleibt. Ja, Holzkeil. Gott, unter der Reifen. Wie er langsam genug war, dass er dann praktisch ausgebremst wird. Ich weiß auch gar nicht, ob die Strafen dann hart genug sind, wenn die Polizei solche LKW, egal ob die nur aus dem Osten kommen oder von uns kommen, ob die Strafen hart genug sind, die Konsequenzen hart genug sind. Weißt du das? Ja gut, ich sag mal so, es kommt auch viel auf die Firma drauf an. Also die Fahrer selbst, das sind da nicht nur die schwarze Schafe. Mhm, also wenn ich mal sehe, mit was wo die Firmen dann alles sparen an das falsche Ende. Ja, ja, ja. Also am Personal und am Material sollte man nicht sparen. Ja. Wenn man sich das nicht mal leisten kann, soll man einfach zumachen, fertig. Und wahrscheinlich stehen gerade die Kollegen aus Osteuropa auch unter einem noch größeren Druck als vielleicht ihr aus Deutschland. Ja gut, ich sag mal so, die Jungs, die sind da rübergekommen und die fahren jetzt für weniger Geld, weil denen ihr Lebensunterhaltungskosten dort nicht so hoch sind. Mhm. Und die haben also praktisch ja unseren ganzen Markt haben die kaputt gemacht. Mhm. Also weil egal, wo man sich bewirbt, da heißt dann, da holen wir uns lieber her aus Osteuropa, die sind billiger. Also, aber ob die dann zum Schluss besser sind, ist wieder, das sind zwei Seiten. Ja. Also das steht dann auf einem anderen Platz. Ja. Also das ist erschreckend, was du erzählst, aber irgendwie haben wir es alle ja schon so geahnt. Auf jeden Fall hast du Bezug genommen auf Peter und bist jetzt auch zumindest da erleichtert, dass Peter zunächst nicht Auto fährt. Richtig. Auf der einen Seite war ich jetzt gerade empört, wie ich dann gehört habe, dass er jetzt direkt vor mir war mit dir im Gespräch. Mhm. Da habe ich schon gedacht, ja, oh scheiße, was ist denn das? Oh, Entschuldigung. und auf alle Fälle, wie ich dann aber gehört habe, ja, dass er dann entlassbar ist, ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich mir selbst innerlich gesagt, ja, das steht da recht. Ja, das ist eine richtige Konsequenz. Mehr wie richtig. So, Ingo, schönen Gruß an alle anderen Jungs, die auf der Straße sind. Jawohl, werde ich tun. Und komm gut heim oder an, wo immer du hin musst. Alles klar, dann wünsche ich dir auch noch eine schöne Nacht. Dankeschön, Ingo. Mach weiter so, alles super, was du hier bringst. Ja. Dankeschön. Toll. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao.